Okay. Okay, ich glaube, das ist irgendwo hinter uns gerade. So, ich probiere mich weiter zu schleichen. Hier waren wir ja schon mal. Und diesmal gehe ich gleich geradeaus weiter, was soll's. Es ist vor uns. Wo kommt denn das her? Es ist direkt vor uns. Mist, Mist, Mist. Es ist da vorne rein. Oh Mann, oh Mann. Shit. Es scheint irgendwo hier zu sein. Eine Sprengkapsel haben wir gefunden. Endlich mal was Sinnvolles. So, was können wir denn basteln? Geräuschemacher haben wir eigentlich genügend. Eine Blendgranate macht für mich gerade auch wenig Sinn. Ich glaube nicht, dass wir das Alien blenden können. So. Ich traue mich gar nicht weiter zu laufen. Mist, es ist direkt da. Mist. Das läuft immer vor der Tür auf und ab. Okay. Nachdem es in die linke Richtung ist, machen wir uns nochmal glatt in die rechte Richtung auf. Ein Labor. Leuchtfackel haben wir noch. Heißt eigentlich, wir könnten mal wieder eine nutzen. Das wieder stampfen. Ja, und das ist auch ganz nah. Direkt vor uns. Okay, es entfernt sich. Dann lass uns hier reinschleichen. Okay. Was wollen wir hier? Wir brauchen den Schlüssel von Molly. Was ist das? Molly, Molly. Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Morleys Rundgang. Okay. Ich gehe mal lieber hier rein. Und hier können wir mal in Ruhe schauen, wo wir jetzt hin sollen. Okay, hier rüber. Okay, wir sind geradeaus rein, dann rechts rüber in die zwei Labore in diesem großen runden Raum gewesen. Und jetzt sollen wir rechts weiter. Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Morleys Rundgang. Okay, ich hoffe, wir schaffen das. Wie könnten wir das Alien am besten ablenken? Wenn wir jetzt hier raus müssen und dann rechts rüber und nochmal rechts.
Verdammt, verdammt, verdammt. Komm, schleich dich weiter, schleich dich weiter, schleich dich weiter. Hier rein, hier rein, hier rein. Wir sind da zwar nicht 100% sicher, aber mir kommt es immer noch sicherer vor wie bei dem Alien. Wir können uns auch verstecken. Was gibt's da? Schrott, Schrott. Wer will denn schon Schrott? Sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Oder auch nicht. Komm schon, geh da rein. Da ist es. Verdammt. Jetzt ganz ruhig sein. Scheiße. Geh wieder, geh wieder. Hallo? Okay, Versteck. Was gibt's hier? Außer Betrieb, gar nichts. Hier gibt es wieder einen Lüftungsschacht, aber den möchte ich gerade mal nicht benutzen. Was haben wir hier? Hier haben wir eine neue Verkabelung noch. Schrott braucht keiner. Eine Ausweiskarte nehmen wir mit. Dusche können wir benutzen, für was auch immer. Luftreinigung, ja gut, machen wir mal aus. Vielleicht sieht man da ein bisschen schlechter. Und in den Schrank gehen wir doch auch mal klar rein. Scheiße. Okay, es ist direkt vor uns. Sind wir eigentlich im richtigen Bereich? Ja, sind wir. Untersuchen Sie die Räume auf der dem Morleys-Rundgang. Okay. An diese Speicherdisketten, da können wir safe. Das sind Safe Points. Wäre nett, wenn hier auch mal wieder einer wäre. Also ich will jetzt wirklich nicht sterben und das Ganze nochmal machen müssen. Es geht. Hier war doch irgendwo ein Schacht, genau der hier. Mal schauen, wo der uns hinführt. Okay, wir kommen ein bisschen weiter. Schächte benutzen soll immer sicherer sein. Im Schacht selber funktioniert der Motion Tracker aber nicht so hervorragend. Waren wir da schon drin in dem Raum? Ja, da waren wir drin. So, ich hoffe, wir haben einfach ein bisschen Glück und gehen jetzt hier noch in den nächsten Raum. Und da muss doch auch die verdammte Schlüsselkarte sein. Leuchtfackel und Schrott braucht kein Mensch. Bisschen Ethanol braucht man auch nicht. Das ist außer Betrieb. Na toll. Der Raum hat es ja auch mal gar nicht gebracht. Schön zum Durchatmen in den Schrank setzen. Aber es sieht ruhig aus. Komischerweise ist es ruhig. Sehr ruhig. Hier geradeaus können wir sicherlich nicht durch. Aber hier hinten gibt es ja auch nichts mehr.
Schlüsselkarte benötigt. Na toll. Das muss also auf der anderen Seite irgendwo liegen. Sehr schade. Okay, wir versuchen vor. Nochmal durch den Schacht durch. Ja, probieren wir es einfach. Ob wir das schaffen. Okay, so nicht, wenn das Alien direkt auf uns gerade zukommt. Die Tür bewegt sich, das muss hier irgendwo sein. Es steht vor der Tür. Tür geht auf. Alien guckt rein. Geh wieder, komm. Nein, nein, nein. Braves Alien. Okay. Es entfernt sich sehr schön. Es entfernt sich nicht, scheiße. Verdammt. Das muss mich doch gesehen haben, oder? Mist. Geh jetzt wieder. Verdammt nochmal. Scheißviech. Okay, nochmal raus. Ich habe das Gefühl, dass das Alien gar keine festen Wegstrecken hat, sondern irgendwie so willkürlich auftaucht. So, was wir natürlich jetzt auch noch ganz schlecht benutzt haben bis jetzt, sind die Fackeln. Die haben wir ja so gut wie gar nicht benutzt bis jetzt. Ah. Rohrbombe. Ein Bauplan für eine Rohrbombe. Okay, also hier links drin waren wir im Raum. Wir müssten geradeaus weiter, theoretisch. Hier war gerade auch das Alien. So, hier entlang weiter. Ich hoffe, das klappt jetzt einfach. Wir schleichen uns weiter. Ich traue mich gar nicht, auf den Motion Tracker zu schauen. Und dann gehen wir hier in den Raum rein. Ah, das sieht schon eher nach dem Raum aus, wo wir hin müssen. Oh shit, 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 shit. Sie rein da. Das Viech macht mich wahnsinnig. Es ist hinter uns, was ja eigentlich ein gutes Zeichen zu scheint sein. Zu sein sein. Okay. Direkt hinter uns. Immer noch. Ich traue mich hier gar nicht raus. Es steht da. Die Frage ist natürlich, kommt es jetzt hier gleich rein, wenn ich mich bewege? Dann wären wir ziemlich am Arsch. Jetzt ist es weg. So, was können wir hier benutzen? Ich habe doch gerade irgendwas benutzt. Okay, es läuft weg. Die Zeit wollen wir doch gerade mal nutzen, um eine Runde Schach zu spielen. Nein, um natürlich hier nachzuschauen, was wir haben. Noch Revolver-Munition und Schrott. Willst du mich verarschen? Ich will jetzt hier endlich mal die Schlüsselkarte finden. Da haben wir schon... Ich bin nicht sicher, dass sie hier drin ist. Aber ist da noch ein Raum weiter? Okay.
Alien ist noch hinter uns. Aus dem Schrank in den Schrank. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Das Problem ist, wenn wir jetzt erwischt werden, müssen wir den ganzen Quatsch hier nochmal machen. So, Tür lassen wir mal verschlossen. Sensor ist voll. Das Alien haut ab. Ach, das ist ja praktisch. Wir können die Tür zuschließen, dann können wir hier eigentlich in Ruhe uns umschauen. Jedenfalls kurz. Hier gibt es auch nochmal eine Neuverkabelung. Was können wir da noch machen, praktisches? So, die Luftreinigung machen wir inaktiv. Dann hoffen wir, dann sieht uns das Alien vielleicht nicht mehr so gut. Und wir könnten natürlich, by the way, auch mal so ein Ding anmachen. Schmeißen wir da hin, Dreh. Und ich hoffe, das Alien beschäftigt sich jetzt damit dann. Ja, sehr gut, sehr braves Alien. Verdammt, verdammt. Scheiße. War ja nett gedacht, aber ich hätte das wahrscheinlich ein bisschen weiter weglegen müssen, die Leuchtfackel. Ach nee, oder? Das darf ja nicht wahr sein. Nochmal von hier starten. Ja, aber jetzt hier kann man ja noch mutig sein. Was soll's, wenn es uns hier erwischt, dann haben wir auch nicht wirklich was verloren. So. Wo ist das gute Alien? Vor uns. Mistviech. Ja, komm, hau ab. Ups. Mist. Ja, das bringt natürlich so auch nichts. Das ist Alien überhaupt. Ja, es läuft da schon hin. Mist, wenn das hier vorbeiläuft, sind wir am Arsch. Aber ich kann jetzt ja auch nicht groß weglaufen. Hallo? Ach, jetzt habe ich die da hingeworfen. Das war natürlich keine Absicht. Ne, da gehen wir nicht rein. Wir gehen hier entlang einfach weiter.
Hier waren wir vorhin. Uns fehlt im Prinzip noch der letzte Raum. Den hier haben wir noch nicht durchgeschaut. Und da gibt's auch nichts. Ach, das gibt's doch nicht. Was soll denn der Quatsch? Wo ist jetzt die Schlüsselkarte? Ach, jetzt soll ich erst wieder auf den Plan gucken, oder was? Das kann's ja nicht sein. Wir wissen ja schon, dass wir hier die Räume durchsuchen sollen. Okay, Alien direkt vor uns. Und es bewegt sich weg. Hoffe ich doch. So, dann mal in das Labor reinschleichen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist da. Was haben wir hier vom PC? Ich habe so immer einen Patienten, von der seit Tagen im Aufwachraum festsaß und sich diesen Scheiß über schöne Sonnenaufgänge und frisches Frühstück anhören musste. Uns wurde aufgetragen, die Anlage im Zuge der Stillhörung zu räumen. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Pflicht gegenüber dem Patienten ignorieren können. Das darf nicht nochmal passieren. Entschuldigung, ich wollte. Habe dazu voreilig B gedrückt. Es gab so eine Freigabe medizinischer Öffnung. Behandelnder Arzt Dr. Morley. Angststörungen. Schienbeinfraktur. Verdacht auf Quetschungen innerer Organe. Patient unruhig. Reagiert gut auf das bisschen persönliche Zuwendung, für das mir Zeit bleibt. Unsere Schachpartien sind willkommene Abwechslung für uns beide. Minimale Pflege, keine Versicherung. Ja, bringt uns aber in der ganzen Situation auch nicht wirklich weiter. Wir wollen eigentlich immer noch die blöde Schlüsselkarte finden. Pff, super Schrott. Was ist das? Bindemittel brauchen wir auch nicht. Hier können wir uns durchhacken. Ich hoffe, das Alien stört uns nicht dabei. Tür ist offen. Ach du Scheiße. Nein. Das war eigentlich keine Absicht. Okay, hier kommen wir nur wieder zurück. Das bringt ja auch nichts. Ja, gehen wir halt nochmal in den Raum. In dem Raum waren wir aber auch noch nicht, glaube ich. Oh, was gibt's denn da Schönes? Man kann speichern. Ich bin begeistert. Ich hoffe, wir schaffen es dahin. Und ich müsste den ganzen Mist nämlich nochmal machen.